Hallo, liebe FCH-Freunde. Ja, hallo, auch von mir. Hallo. Ja, ich glaube, wir können mal zurückschauen auf das letzte Spiel gegen Hannover. Wie fandest du denn das? Ja, also war natürlich die erwartet harte Nuss, muss man glaube ich sagen. Ein bisschen Glück war auch dabei. Aber warum, das nehmen wir doch auch mal dankend an. Und was mich natürlich sehr gefreut hat, ist, dass der Buschi mal endlich erfolgreich war mit seinen Distanzschüssen. Er hat es ja wirklich in vielen Spielen immer wieder geübt und jetzt hat es endlich mal geklappt. Fand ich ganz toll. Und Leipi mit rechts ein Tor. Also auf das wäre ich nie im Leben gekommen. Gell? Sensationell. Toll, gell? Wie er durchmarschiert und dann mit rechts einer ins linke Eck zaubert. Ja, und dann zum Schluss noch unser Bomber hat endlich auch mal einen reingeschimmert. War ja auch mal wieder an der Zeit, sodass, denke ich, das 3:1 komplett in Ordnung geht. Ja, besser ging es nicht, oder? Ja. Besser ging es nicht. Ja, genial. Ja, aber nun steht ja ein Spiel gegen Regensburg an, ein schweres Spiel sicher. Und bekanntlich ist ja Regensburg der Angstgegner vom FCH. Ja, das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren schon irgendwie so bewahrheitet, obwohl das 0:0 in der Hinrunde, das zeigte ja schon einen kleinen Aufwärtstrend und der darf sich also von meiner Seite aus oder von unserer Seite aus durchaus fortsetzen. Ja, absolut. Und sag mal, in Regensburg, da gibt es doch diese Vögel, diese berühmten, wie heißt die nochmal? Domspatzen meinst du? Regensburger Domspatzen. Die Regensburger Domspatzen, ich würde die meinst du? Zu gerne wissen, was die Regensburger Domspatzen im Hinblick auf dieses Spiel von den Dächern zwitschern. Können wir das rausfinden irgendwie? Du, ich weiß nicht, ich habe ein ganz... Sag mal, was ist denn das? Ja, sag einmal. Ich mal. Wer bist denn du? Sieht so aus. Ja, das muss doch ein Regensburger Domspatz sein. Kann nichts anderes sein. Oder? Ja, ja klar. Ein ganz süßer Kerl, was oder? Zwitschert der? Guck mal. Hör mal. Ja, der will schon was sagen. Ach was, echt? Hoffentlich nichts Falsches. Jürgen, du wirst nicht glauben. Sag's. Spuck's aus. 2:1 für den FCH. Das ist doch fantastisch. Sind wir dabei? Das kaufen wir und dann trinken wir einen drauf. Auf den 2:1-Sieg am Sonntag in Regensburg. Genau. Cheers. Cheers. Und hier kommt wie immer die Musik zum Sieg. So ist es. Braver Domspatz. So viel zu bieten hat. Das Herzstück ist ein Fußballclub langer Tradition. Seit 1846 existiert er schon. Nur der FCH. Genau. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.